Ja, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Heinzer Architektur virtuell. Wie immer warte ich noch ein paar Sekunden, bevor wir dann loslegen, bis alle Teilnehmer online sind. Wir haben wieder eigentlich ein mega Feedback von euch. Wir haben immer zwischen 300 und 400 Teilnehmer und sind wirklich sehr, sehr happy, dass ihr uns alle zuhört. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie immer, die Aufforderung: beteiligt euch. Ihr habt am Bildschirmrand einen roten Pfeil. Da könnt ihr das Menü ausklappen und auch eben eure Fragen stellen unter dem Menüpunkt Fragen. Wir sind heute live in Hamburg. Wir waren auch im Büro Stürmer Murphy & Partners in Hamburg, haben dort einen kleinen Beitrag gedreht mit Martin Murphy. Und den möchten wir euch jetzt mal eben kurz zur Einstimmung zeigen. Bis gleich. Mein Name ist Martin Murphy. Ich bin Partner bei Stürmer Murphy & Partners hier in Hamburg. Und wir stehen hier jetzt gerade in unserer wunderschönen Altbaubüro auf die Vliet-Insel in Hamburg. Und insgesamt sind wir um die 50 Mitarbeiter mit insgesamt auch 4 Partners. Hallo Martin, schön dich mal wieder zu sehen. Es hat ein bisschen gedauert. Ja, auch die Welt hat sich in den letzten Wochen und Monaten extrem verändert. Deine auch? Sicher. Wir haben andere, also the new normal, wie es im Büro so nennen, andere Arten zu arbeiten. Videoconferences statt Termine. Ja, ist, am Anfang war ein bisschen Krisenmanagement irgendwie dabei. Aber ich sage immer, wenn die Büro gut früher funktioniert hat, ohne Corona, jetzt funktioniert es auch gut. Ja. Du bist schon Anfang der 90er Jahre nach Deutschland gekommen, hast in England studiert, in Spanien deinen Abschluss gemacht. Was hat dich nach Deutschland getrieben? Die Liebe oder der Beruf? Och, sicherlich die Liebe hat mir hier am Ende auch gehalten. Meine tolle Frau, meine 2 Kinder. Unser tolles Büro sicher auch, aber am Anfang war es ein Schicksal, so ein Zufall, dass ich dann überhaupt nach Deutschland kam. Ich wollte eine Freundin besuchen in Düsseldorf. Ja, dann bin ich dann durch weitere Zufälle irgendwie bei Christoph Ingenhofen habe ich dann gearbeitet. Und eine Wochenende hat sich der gedehnt zum 1,5 Jahre. Und dann habe ich die zweite große Schicksal, was da passiert in Deutschland, habe ich dann meine jetzige Partner Jan Stürmer auch kennengelernt. Ja, ich war auf dem Weg zurück nach London, habe ich dann Jan Stürmer kennengelernt und bin ich Gott sei Dank hier geblieben. Seit 2004 gibt es Stürmer Murphy & Partners. Ihr seid unglaublich erfolgreich, unglaublich vielfältig auch in euren Projekten und in eurer Sprache, in eurer architektonischen Sprache auch immer sehr klar und wie ich finde sehr werthaltig im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das ein bestimmter Stil? Oder wie kann man das definieren? Also Stil als Begriff, finde ich, das kann man ruhig in einem Friseurladen so bleiben. Architektur, finde ich, und finden wir allgemein in unserer Diskussion und Debatte um Architektur, ist langlebig, aber diese wertvoll, das finde ich, ist ein sehr gutes Begriff. Wir versuchen immer mit dem Bauherrn, mit den Projekten, Projektbeteiligte, das ganze Team, diese wertvolle in jedem Projekt rauszuentwickeln. Eins sind wir natürlich daran interessiert, im Endeffekt gute Architektur zu schaffen. Klingt einfach, ist aber nicht. Viel Energie,
viel Kraft, viele Emotionen. Ohne diese drei Themen hat die Gebäude keine Qualität und auch keine Menschlichkeit. Und am Ende, wir bauen vor Menschen. Also das soll schon diese Qualitäten auch beherbergen. Apropos Menschen, ihr habt 50 Mitarbeiter in etwa, schon seit 20 Jahren, immer so um diese Zahl herum. Wie wichtig ist der Mensch? Also ich würde zum Beispiel total gerne bei euch arbeiten, schon allein wegen der Lage des Büros in der Stadt. Ja, ihr seid super zentral gelegen. Was erfährt ein Mitarbeiter an seinem ersten Arbeitstag bei euch? Also erstens, der Mensch ist ein Zentralpunkt, absolut. Der ersten Tag, zu überlegen, was erfahren wir? Also, vor der erste Tag kommt, machen wir schon ein, zwei Vorstellungsgespräche und sehen, ob der Mensch eigentlich in unsere vier Wände gut aufgehoben ist, dass wir voneinander lernen können, weil es geht wiederum um Dialog. Ne? Erster Tag werden die alles vorgestellt. Ich stelle mich immer vor als entweder Martin oder Murph, Spitzname, weißt du Bescheid. Absolut, aber niemals Herr Murphy. Da habe ich das schon 10 Jahre veraltet, wenn ich denn das als Vorstellung gemacht. Also nein, also informell, aber professionell und versuchen nicht nur an dem ersten Tag, aber auch also so lang wie möglich, dass jeder ein Teil zu unserer Stimmung was beiträgt. Das ist sehr wichtig. Umsonst. Man kann irgendwo arbeiten, man soll eigentlich jeden Tag, wenn man arbeitet, gern zum Büro kommen. Da soll man auch Spaß bei den Sachen haben. Wir lieben, was wir tun. Lachen tun wir auch ziemlich viel. Es hat auch seinen Beitrag zu der Stimmung. Da ist genug Stress in, was wir tun. Insofern, Spaß darf man haben, ja. Okay. Ihr macht auch mittlerweile sehr viele Projekte im Bestand, beschäftigt euch mit dem Bestand. Eins werden wir uns gleich anschauen. Dann bedanke ich mich einfach zunächst für das Gespräch. Toll, dass ich kommen durfte. Und jetzt schauen wir mal uns ein schönes Projekt von euch an. Sehr schön, Klaus. Danke. Freut mich auch. Ja, und die machen natürlich auch echt ganz fantastische Projekte. Martin, wenn du jetzt, yeah, und da ist er auch schon. Hi Martin, grüß dich. Schön, dass das geklappt hat. Hi. Ja, wir haben's, du hast es gerade gesagt, wir lassen den Style lassen wir lieber mal im Friseursalon, aber ihr habt natürlich wirklich echt ganz tolle, fantastische Projekte realisiert. Wir kennen die alle. Bestand ist ein Thema, das ist auch ein Thema jetzt unseres heutigen Vortrags. Welche Bedeutung hat denn eigentlich das Bauen im Bestand? Generell, aber auch für euch speziell? So, erstmals finde ich sehr gut, dass wir die gleiche Frisur eigentlich haben. Ja. Du könntest irgendwie mein kleiner Bruder sein, oder? durchaus. Nee, ernsthaft. Also, wie du weißt, wir haben so ein Drittel ungefähr unserer Projekte sind Wohnungen, Großwohnprojekten sind, ein anderer Teil ist Büro, Gewerbe, ein anderer Teil wäre dann Qualitätshotels. Das sind so die drei Bereiche primär, wo wir unterwegs drei, vier Museumbauten haben wir in der Vergangenheit gemacht, aber wir stellen genauso viel eine Bedeutung, ob das ein Altbau ist oder ob das eine Neubauentwicklung ist. Altbau hat ja ein enormes Potenzial. Da muss man Ja, dann lade ich die schon mal ein und in allen nehmen. Ganz Entschuldigung, David, du bist noch auf Lautstärke. Ich muss mal kurz eine Info an die Regie geben. Weil der quasselt da im Hintergrund. Okay, Martin. Oder ich weiß nicht, vielleicht David würde ungern was zum Abbau sagen. Das finde ich auch schon interessant. Nee, wir lassen den jetzt mal außen vor. Da ist klar, da ist ein Unterschied zwischen Altbau in Form denkmalgeschütztes Gebäude von
spät 18. Jahrhundert, früh 19. Jahrhundert und eine Gebäude von die 70er. Wir werden schon jetzt langsam erleben, Gebäude der 80er werden jetzt auch mit dem Plakate Denkmalschutz in den nächsten Jahren. Wir sehen es als enorme Chance, eine enorme Herausforderung. Aufbau braucht, finde ich, besonderes Denkmalgeschützte, braucht eine feine Hand. Wir haben ja auch eigentlich in Deutschland einen sehr gut funktionierenden Denkmalschutz, vielleicht sogar oftmals einen zu gut funktionierenden Denkmalschutz, wie vielleicht viele Kollegen bestätigen können. Aber was ist mit den Gebäuden, die eben nicht unter Denkmalschutz stehen? Also werden die oftmals vielleicht einfach zu schnell platt gemacht? So und so. Also das sind natürlich Beispiele, wo ich merke schon verschiedene Stadtgesichten enden sich in ein rasantes Tempo. Ja, bestimmt. Ich denke, wir mussten manchmal ein bisschen ruhiger zugehen. Unsere Hamburg hat sich auch dramatisch in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahre verändert. Manche Entscheidungen waren richtig und manche waren doch ein bisschen übereifrig. Wir sitzen in einem Gebäude hier auf die Fliedinsel. Das hätte eigentlich in die Mitte 80er die Parkplatz von die Steigenberge hinter mir. Weil die wollten nicht Untergeschossen bauen. Also insofern handvoll das andere Gebäude, das überlebt haben, ja. Ja, okay. Gut, wir hören jetzt einen Vortrag von dir über ein wunderschönes Projekt, das wir uns auch angeschaut haben. Wir werden auch später nochmal einen Filmeinspieler dazu bringen. Dann würde ich dich einfach mal bitten, wir haben schon den geteilten Bildschirm, sehen schon die Startfolie. Wir hatten vorhin kleine technische Probleme, was das Weiterklicken angeht. Ich hoffe, dass wir das jetzt behoben haben, denn ich muss einfach ganz lange sprechen, bis das nächste Bild kommt. Viel Spaß an die Zuhörer und die Bühne gehört dir. Ich bin dann mal weg. Super, danke Klaus, danke. So, kriegen wir das denn hin? So, ich kann nicht sagen, ob ihr das alles so sehen kann. Ich vermute mal, dass ihr das so sehen kann. Ja, freue mich sehr. Ich habe, glaube ich, 15 Minuten oder so. Ich versuche das in kurzer Zusammenfassung. Ein bestimmtes Projekt, das uns hier im Büro und mir persönlich sehr viel am Herzen legt, das ist das Projekt Hellmagie hier in Hamburg, in Nordkanalstraße. Da haben wir im Prinzip ein Gebäude von 1970, zwar nicht unter Denkmalschutz, wie ich davor erwähnt habe, das ist in dieser Kategorie. Nichtsdestotrotz, das ist uns, war immer, bevor wir da überhaupt an dem Projekt dran waren, das war immer ein Gebäude von einer sehr schönen Proportion und sehr schönen Maßstab. Man sieht auf die rechte Seite die eigentliche Gebäude, was wir da als Auftrag bekommen haben. Auf die linke Seite, wir sehen sozusagen die Schwestergebäude, ein Jahr auseinander gebaut. Und man sieht dann die Hauptstraße hier, Nordkanalstraße, das nämlich in Bundesstraße ist. Also was wir hier gehabt haben, da sieht man die jetzt in Orange highlighted, da sieht man unsere Grundstück und wir haben im Endeffekt von dem Bauherr die Bitte, alles abzureißen. Wir haben so diskutiert lang und breit und wie wir da immer so anfangen, haben wir verschiedene Skizzen gemacht. Wir haben aber auch mit dem Bauherr diskutiert, was wir jetzt auch haben wollten. Das war letztendlich ein modernes, neues Büro für die Hellmagie, ein wirklich tolles Bauherr, darf ich an dieser Stelle sagen. Ein Bauherr, das wirklich verstanden von guter Dialog und respektvoll miteinander in dem Umgang. Und eine von den Konzepten haben wir letztendlich ausgewählt. Und dann war im Prinzip Sendepause von dem Bauherr, wo ich nicht so ganz begeistert war. Und dann hat er mich angerufen, persönlich zu erzählen, dass 2009 sind wir hier, muss ich kurz ergänzen, nach dem Crash. Und da war die Entscheidung, nichts zu bauen. Ein Jahr später kriege ich einen Anruf, da wollte der gerne nochmal mit mir sprechen und im Endeffekt wollte er schon ein paar Kleinigkeiten mit der Fassade was machen. Eine große Enttäuschung.
Unser Beruf ist voller Hochs und Tiefs, aber mit großer Enttäuschung habe ich ihm da gesagt, ich kann eine Fassadenfirma dann vorschlagen. Er sagt, nein, nein, ich hätte gerne, dass Sie was machen. Und er sagt, nee, ich würde die Fassade neu machen. Also machen wir einen Vorschlag. Naja, also haben wir im Endeffekt von einem Neubau in der Fassade zu einer kompletten Sanierung des Gebäudes. Wir sind hier auf die 8. Obergeschoss. Wir sind dann komplett zurück zu das Skelett des Gebäudes. Also wirklich nichts mehr übrig, außer der Rohbeton. Nicht bei jedem Gebäude von 75er kann man das eigentlich antun. Deswegen muss man den Bauherr gut beraten. Hier war das so, dass die Geschosshöhe groß genug waren, sowie aber auch die Brandschutzthematik, sowie aber auch die Decken war dicht genug. Das ist nicht immer in 70er Gebäude vorhanden. Also insofern haben wir dann die gute Bestand gehalten und hatten wir aber auch dann mit Fassadekonzepten entwickelt. Da haben wir im Endeffekt versucht, die bestehenden Gebäude in weißes Aluminium, aber auch mit einer sehr starken horizontalen Bewegung, mit einer Faltung in dem Aluminium. Eine sehr schöne, hochwertige Beschichtung haben wir mit auch eingebracht. Das ist ein Duroflon. Und durch diese leichte Verwinklung kriegen wir eine wahnsinnige Energie an der Fassade, beziehungsweise wie die Fassade auch sich reflektiert. Wie gesagt am Anfang, wenn das Gebäude eine schöne Proportion sich anbietet, dann muss man eigentlich viel mehr überlegen, wie viel man tatsächlich neu was hier so schafft. Was wir wollten hier machen, ist letztendlich die vertikale Kerne. Das war an die Fassade so dargestellt. Wir wollten sehr viel mehr diese Horizontalität und ein Spiel mit lichten Schatten war unsere so Tools sozusagen für dieses Projekt. Wir haben aber auch die Bauherr alle möglichen 3Ds gezeigt. Und Herr Schnabel könnte herzlich wenig damit umgehen, bis ich ihm diese Modelle gezeigt habe. Also analog, darf ich wieder sagen, hat immer noch eine Rolle zu spielen. Wir hier bei uns im Büro diskutieren alle möglichen Präsentationsmittel. Ob das ein wunderschönes 3D-Modell von Revit erzeugt oder ein Pappmodell, was Sie da so hier sehen. Uns ist es eigentlich egal, mir persönlich auch. Worum geht es? Es geht um eine gute Idee zu transportieren. Unsere Bauherr hatte das hier sofort verstanden und der ganze Termin war nur damit beschäftigt, dass sie damit gespielt haben und dann am Ende des Termins wird entschieden, dass wir da hier das auch so bauen dürfen. Solche Details haben wir auch hier für den Bauherr dargestellt. Da sieht man eigentlich, wie diese Faltung so stattfindet. Ein bisschen großer. Und da sehen wir die erste paar Geschosse und meine Projektleiter sehe ich da, beziehungsweise der Simon Schilke. Und da haben wir auch der wunderschöne erste Zweigeschosse da befreit. Dieses Projekt war auch ein sehr interessantes, nicht nur, weil es ist ein neues Kleid auf ein altes Gerüst, wenn man so will. Es war interessant, weil wir mussten das in laufendem Betrieb machen. Und der Kollegen da draußen, dass das einmal gemacht hat, das ist ganz genau, das ist die Königsdisziplin. Da braucht man wirklich ein hervorragendes Bauleiter da vor Ort, die Sensibilitäten mit den Menschen da umzugehen. Sobald wir ein Geschoss fertig gemacht haben, wird es dann besetzt mit Mitarbeitern von der Helm AG. Also wir hatten meistens diese Baustelle in ja, Abendstunde gemacht, wegen lernintensives Bauen. Ja, da sehen wir eigentlich, es ist ein weißes Gebäude von diesem Winkel, das sieht so viel mehr aus als Aluminium. Ein Bild zeige ich dir später, aber das zeigt eigentlich schon durch die unterschiedliche Saison, wie diese Gebäude anders reagiert. Da ist das Bild letztendlich, wie das heute ist. Und diejenigen, das vielleicht die Erinnerung von einem Schwarz-Weiß-Bild am Anfang hat, wir hatten eine weiße Betonsockel mit einem wunderschönen Strukturbeton. Was man hier sieht auf die rechte Seite des Bildes, also die gerammte Bereich, das ist eine Verlängerung des Sockelbaus und in dem Sockel ist ein Eingangbereich, sowie aber auch ein Parkgeschoss. Rechts im Bild, man sieht unten ein Conference Center und in die erste Obergeschoss haben wir eine Erweiterung des Restaurants. Was man hier auch neu sieht, ist der Brucke. Die Brucke ist ein ergänzender Auftrag, was wir von Helm AG bekommen.
weil im Laufe des Projektentwicklung haben wir auf die linke Seite Schwesterbau hatten wir 5 Geschosse von dem Herren AG. Das musste die Restaurant nutzen. Deswegen haben wir diese sehr einmalige Aufgabe, eine Brücke zu bauen. Und das hat aber auch Verwandtschaft mit dem Fassade auch mit zu tun. Aber dieses Bild zeigt eigentlich, wie gut die Proportion ist, wie wenig man muss auch da ändern und wie schön diese langgezogene 120 Meter mit den Faltungen im Fassade. Jetzt haben wir so eine gewisse Dämmerung. Wir haben aber auch abends ein schönes Lichtplanung hier gemeinsam mit Büro List entwickelt. Und da war ein sehr schönes Aufgabe am Ende, dass nicht nur mit dem Außenwelt, wir gehen jetzt langsam rein. Schauen wir der Brücke, zeige dir hier am Plan, wie das da ist. Gehen wir noch ein bisschen in die Aufhebung in Position, die Brücke. Also die Brücke als eine Baugenehmigung in ein Staat über eine Bundesstraße ist für sich eine schwierige Aufgabe. Aber eine Bundesstraße zu blockieren von der Wochenende, das hoffe ich, das muss ich nicht nochmal machen in meinem Career. Also das war wirklich hervorragend, diese Brücke wirklich unten in einem Parkbuck zu bauen und dann diese 2 riesige Kranen hier aus Belgien, die sind einmalig wirklich in Europa, waren die dann hier hingefahren und haben die dann die Brücke in einem Wochenende hier mit Millimeter Präzision hier mit eingebaut. Ich habe gesagt, das Brücke-Gebäude als solches war schon im Parkbucht zusammengestellt und da sind dann die Mitarbeiter, das versucht dann die Paneele irgendwie da mit einzubringen. Also da wirklich hervorragender Metallbau, wirklich mit 8 mm Fugen, Spaltfugen und letztendlich, das kriegt man wirklich dann in die Autoindustrie und da war ich da schon halb froh, wenn das Brücke da aufgehoben war, diese schöne reflektive Bauch aber auch da zu sehen. Das ist wie das so Umbau innen drin. Ein Bauherr ist auf die linke Seite hier im Bild. Und wir haben alles innen drin in der gehobenen Position, in Einbau, so 12 Meter oberhalb die Bundesstraße sind wir da. Und jetzt sieht es so aus. Die Idee hinter dieser Brücke ist letztendlich keine Viewing-Plattform als solches, wie Brücken traditionell auch so sind. Nein, es ist ein Erlebnis, ein Raumerlebnis von einem Altbau zu die anderen. Also wie das jetzt so ist, von einem Altbau zu dem Neubau, wie die Mitarbeiter das heutzutage auch so benennen. Und damit haben wir schon mit der Verwinkelung der Fassade gespielt, aber auch haben wir schon mit die Verjüngung von dem Grundriss des solches. Also das ist ein räumliches Erlebnis und einer meiner Lieblingsräume in diesem Gebäude. Ja, wir waren auch gefragt in dem Bereich die Restaurant in die Innenausbau tätig und da haben wir wirklich ein sehr hochwertiges Konzept mit dem Bauherr entwickeln können. Die große Mankel von dem alten Restaurant war, dass dann extrem laut war und damit haben wir wunderschöne Textilien da von Quadrat an die Decke hier eingebracht, auch in dem Sitzbereich, in dem Posterbereich. Die Tische haben auch diese Fassadverwinkelung damit zu tun, so wie die von uns entworfene Beleuchtungselement. Also diese Verwinkelung findet immer wieder in unterschiedliche kleine Metaphern durchgehend in das Gebäude. Ein paar Images nochmal von dem Innenbereich. Also man wird natürlich nicht glauben, man ist in einem Altbau von den 70er, aber wir hatten natürlich, darf ich sagen, ein vernünftiges Budget. Die restlichen Räume da unten unterhalb die Restaurantbereich ist unsere Konferenz. Das ist auch zu teilen und das bietet natürlich dann die Bauherr mit viel mehr Flexibilität für Inhouse-Veranstaltungen und das ist ständig ausgebucht, wiederum mit einer Akustikmaßnahme, wiederum mit diesem Thema Faltung. Und dann gehen wir zu die glaube ich, die letzte Bild von außen. Da sehen wir das erweiterte Fassade, das nicht mehr weiß ist, aber schwarz, aber auch Strukturbeton. Wir haben eine Matrize machen lassen von dem Bestandbeton und haben wir das alles neu gebaut.
Die Erhöhung ist eigentlich, war wir sehr viel Technik für die Vollküche in dem Restaurant, dass wir das auch nicht so sieht, wiederum mit einem Thema Winkel in das Gebäude. Und wie man hier so sieht, man geht aber da runter mit dem Glas, dass man Licht großzügig in der Konferenz damit einbringt. Ich glaube, ich schaue mal links. Ist das die letzte Slide? Das ist die letzte Slide. So, als letzter Satz vielleicht, da haben wir kein Denkmal hier gefunden. Wir haben aber auch ein Gebäude, wo eine Inhaber war wahnsinnig stolz auf den Aufbau. Und damit wollte am Anfang das komplett abreißen, hat aber auch für interne sag mal, wirtschaftliche Gründe die falsche Zeit, einen Neubau zu bauen, hat dann wieder entdeckt, was für eine potenzielle Qualität nach die vielen Diskussionen, was wir gemeinsam gehabt haben zum Thema Dialog. Aber am Ende, da ist Familie Schnabel, ist heilfroh, dass sie das Gebäude nicht abgerissen haben. Viele Kollegen, das in Hamburg also vorbeifahren in diese Gebäude, glauben mittlerweile, das ist ein Neubau. Die Chancen sind da, die Grundstücke werden weniger. Ich finde, solche Gebäude sind gute Beispiele, wie man mit einer Altbausubstanz, wenn die Prinzipfaktoren so stimmen, wie Akustik und Brandschutz, wie vorher erwähnt, kann man wirklich einem Altbau eine wunderschöne neue Chance, neue Leben geben. Danke, ja, Klaus. Danke dir, Martin. Also, und ich finde auch wirklich, du hast natürlich ein Stück weit recht, wenn du sagst, das ist jetzt keine Architektur-Ikone vielleicht in Anführungsstrichen, was man natürlich gerne immer am liebsten bauen würde, wie vielleicht das Fontenay oder Ähnliches. Aber es ist doch wirklich ein sehr guter und gelungener Beitrag, auch eben für eine Bestandssanierung. Und auch, wie du sagst, dieses Thema, was bleibt oder reißt man es ab, ist letzten Endes ja auch eine wirtschaftliche Betrachtung, aber eben vielleicht auch eine umweltpolitische Betrachtung. Also spielt da das Thema Ressourcenschonung vielleicht auch eine Rolle bei der Entscheidung? In diesem Fall muss ich ehrlich zugeben, nein. Bei anderen Projekten, was wir auch an dem Tisch haben zurzeit, wir haben auch von Helm viel gelernt, das muss ich auch fairerweise sagen. Aber ja, mit anderen Bauherren, Grey Recycling ist das Thema. Eine bestehende Gebäude wirklich tief in die Augen schauen und sagen, kann wir da was retten? Macht das auch Sinn? Manchmal die neue Arbeits- oder Lebenprogramme, was in ein neues Gebäude, das hatten alte Geschichte, passen nicht zusammen rein. Es sind viele Faktoren. Das ist nicht einfach erklärt. Wir machen Grey Recycling. Wir halten das Gebäude, egal was. Nee, das ist nicht immer relevant. Ja, liegt ja auch letzten Endes in der Entscheidung dann des Bauherrn zu sagen, okay, wir ziehen das durch, wir erhalten das, wir sparen Ressourcen. Ich würde gerne jetzt, dass wir uns vielleicht nochmal den nächsten Beitrag gemeinsam anschauen. Wir waren ja zusammen am Projekt und auch im Projekt. Vielleicht kann die Regie das eben einspielen und dann schalten wir uns gleich im Anschluss nochmal zusammen. So, wir sind jetzt bei der Helm AG, ein Projekt, das ihr vor kurzem fertiggestellt habt. Erklär uns doch bitte einfach mal das Konzept. Ja, im Endeffekt hatte der Bauherr Helm AG, Dieter Schnabel, war unser Kontakt und Vorstandsvorsitzender der Helm AG, gefragt, mit dem Altbau umzugehen. Grundstücke sind sowieso schwer zu finden. Insofern haben wir dann hier mit dem Altbau komplett zurück zu Beton mit einer neuen Fassade, ein komplett neues Innenleben. Haben wir im Endeffekt ein sehr schönes proportioniertes Gebäude hier gefunden. 150 Meter lang mit letztendlich 8 Geschossen, alles Büro. Hier auf die rechte Seite, was man da so sieht, ist die Restaurant- und Konferenztrakt. Das haben wir auch verlängert, mal 8 Meter. Und der Fassade als solches, das Prinzip, das Motiv, ist eine gewisse Faltung, dass ein Licht in jeder Saison reflektiert, leicht unterschiedlich. Also die Gebäude hat damit sein
Identität. Und wenn man hier vorbeifährt, in unterschiedlicher Saison, reagiert die Gebäude auch anders. Und die Brücke, der Übergang übernimmt auch diese Faltung dann wieder von der Fassade, ne? Genau, richtig. Da gehen wir gleich eigentlich damit rein. Die Brücke ist im Prinzip auch so eine Art von Faltung. Die obere Teil, was man so sieht, ist Glas und die untere Teil ist diese Aluminium. Das ist ein wunderschöner, tiefer Pulverlack, das letztendlich auch reflektiert, auch sehr schön mit dem Licht. Also das ist eigentlich, finde ich, immer ganz schön, wieder zurückzukommen zu einem Projekt und zu sehen, was man da für Erinnerungen gehabt hat. Wenn einer die Details so anschaut, man denkt automatisch an einen bestimmten Dialog mit dem Bauherr. Hier habe ich, muss ich sagen, sehr viele positive Erinnerungen. Okay, dann gehen wir einfach mal nach oben. So Martin, jetzt sind wir in der Brücke, in dem Übergang. Was sehen wir hier? Ja, wir sehen ein Verbindungselement zwischen die zwei Gebäuden. Wie vorher erwähnt, die ursprüngliche Altbau von 70 und hier auch 71. Das ist ein Verbindungselement und wir wollten das als keine Viewing-Plattform. Man kann natürlich dann hier in Nordkanalstraße so runterschauen. Wir wollten keine Viewing-Plattform, wir wollten ein Erlebnis. Und damit ist dann der Gebäude hier, ich nenne das Brücke eine Gebäude, das öffnet sich größer zu dieser Seite und verjüngt sich zu dieser Seite. Mhm. Und damit auch, wie wir da eine Fassade so sehen, diese Faltung spielt hier auch eine Rolle. Also das soll eine räumliche Erlebnis und keine Viewing-Plattform. Okay, Martin, wir sind jetzt im Restaurant. Hier habt ihr auch die Innenarchitektur gemacht. Was ist die Idee? Die Idee ist letztendlich Wertigkeit. Also wir hatten einen Bauherr, das wollte einen Qualitätsraum für seine Mitarbeiter als Restaurant. Und wir haben, wie man hier so sieht, Motiven von der Fassade wieder. Also die Tische haben auch diese Verwinkelung, wie die Faltung in der Fassade, so wie aber auch, was wir hier so sehen. Mhm. Wir haben auch ein interessantes Thema, in das wir sehr stark davor gegen gekämpft haben, dass diese Stühle diese da fixiert. Ordnung, genau. Ordnung, ne? Ist im Endeffekt, muss ich sagen, das zählt unter dem Begriff, was wir davor erwähnt haben, Dialog. Der Bauherr war überzeugt, dass es das Schönere aussieht und wie man also sieht, die sind so sprunggeladen, dass die wieder zurückgehen. Also ich habe auch da von unserem Bauherr was gelernt, wo ich auch am Anfang kein Fan davon war, aber es ist ein sehr ordentlicher Raum. Definitiv. Ja, und da sitzt er da ganz verträumt im Konferenzraum. Martin, vielen Dank auch für die Zeit. Das ist ja noch nicht allzu lange her. Ich glaube, vor 2 Wochen war ich bei dir. Mich würde noch so ein bisschen interessieren, wie ihr bei der Planung vorgegangen seid. Also wir haben eine Frage von Detlef Kleinhans, der fragt, nutzt Schirmer Murphy auch im Bestand die BIM-Methodik? Jetzt schon, zu der Zeit nicht. Wir reden von 2009, 2010, 2011 war die Planung oder Umplanung, wenn man will, Sanierungskonzepten. Das ist etwas, das wir jetzt mit anfassen. Mit dem Revit und BIM-Thema haben wir schlichtweg zum Anfang mit Neubau. Das ist eine größere Herausforderung mit Altbau, aber wir haben schon die letzten 2 Jahre damit gefasst, aber nicht bei Helm AG. Ist viel komplexer. Okay. Ja, ja. Also es ist ja auch ein Thema, was sich jetzt gerade in den letzten Jahren rasant entwickelt und ich glaube, mittlerweile hat man auch eigentlich als Planer gar keine Chance mehr, um dieses Thema drumherum zu kommen. Man muss sich öffnen und muss die Methodik auch übernehmen. Ich denke auch, dass ihr da mittelfristig auch für die Büros eine hohe Effizienzsteigerung bedeuten kann und auch in dem Zusammenspiel mit den Fachplanern auch einfach vieles leisten kann. Für Heinze ist es im Übrigen auch ein Riesenthema, das ganze Thema Produktdaten, Produktbibliotheken, verwendbare Bibliothekselemente und so weiter. Also es ist noch ein Riesenthema und das wird uns alle, glaube ich, die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen.
Ich habe jetzt noch irgendwie so ein, zwei Fragen reinbekommen. Eine finde ich eigentlich ganz lustig. Das ist so ein Klassiker, der Michael Scheidler fragt. Man kennt ja so aus dem Studium diese These, dass eigentlich jeder Architekt erstmal ein paar Tage in seinem Gebäude, in seinem fertiggestellten Gebäude gewohnt haben müsste oder gelebt haben müsste oder gearbeitet haben müsste, damit er beim nächsten Mal eben weniger Fehler macht. Hast du das schon mal gemacht? Also ich meine jetzt mal so 3 Tage im Fontenay abzusteigen, wäre jetzt nicht so schlimm, aber ihr habt ja auch zahlreiche Wohnungsbauprojekte. War das mal ein Thema für dich? Also ich glaube, erstens irgendwie in eine Wohnung von einer Bauherde irgendwie einzusteigen und fragen, ob ich da 3-mal übernachten kann, das glaube ich, werde ich nie tun. Aber ernsthaft, ich finde diese Thema ein Projekt wieder zu besuchen und nicht nur, wie wir da einen Film gemacht haben, aber ich habe mir tatsächlich oft genug zurückgegangen und gefragt, ob alles richtig war. Natürlich in dem Groben und Ganzen hätten wir das nicht gebaut, wenn das nicht unserer Meinung richtig war. Aber das geht wirklich um Feinheiten und was man vielleicht doch hätte man davor noch stärker machen sollen. Das ist letztendlich unsere große Aufgabe als Bauherr, so ungemütlichen Tisch machen, bis der Bauherr das nicht mehr hören kann. Und dann muss man irgendwann aufhören. Aber wirklich dafür für Qualität zu kämpfen. Im Endeffekt, man sieht das in ein oder andere Gebäude. Ein paar Beispiele, wo ich sage, ach, da hätte man noch ein bisschen, noch eine Runde gedreht. Aber ich würde sagen, weitgehend versuchen wir durch einen positiven Dialog, nicht durch irgendwie Druck in die Richtung Bauherr. Das funktioniert sowieso nicht. Kriegen wir die meisten Themen kriegen wir da drin von so einer Checklist von 10. Sage ich immer, wenn man 5 Punkte, 5, und das ist 4, von einem Anfangsthema bekommen, ist man auf die Gewinnerseite. Aber wenn man die Anfangsthemen lernt, durchhalten kann über das Projekt, meinst du, oder? Ja. Von da bis da. Ist schon, wir reden über mindestens 2-3 Jahre, ne? Also das ist schon ein langer Weg. Und wie ist bei euch intern der Entwurfsprozess? Also teilt ihr euch die Projekte auf? Gibt es Projektteams? Wie werden die Ideen entwickelt? Einfach um uns mal da so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie Störmer Murphy arbeitet. Ja, also ich habe in einem Vorspann gesagt, wir sind 4 Partner, Holger Jedeker, Jan Störmer, Kasimir Alsfalk und meine Person. Wir haben sehr gute Leute, dass wir auch nach 1-2 Vorstellungsgespräche dann auswählen. Nicht nur, weil die gut sind, aber weil die deren Beitrag in unser Büro bringen kann. Und in diese unterschiedlichen Teams arbeiten wir primär, wenn es dann ein Projekt zu das reinkommt, werden wir da schon in sogenannte Wettbewerbbereich. Das ist eine Etage hier oben drauf in dem Aufbau auf die Fliedinsel. Und da werden wir schon die Gutachten oder die Wettbewerbe machen. Das bedeutet aber, dass nicht eine Projektleiter, dass 15, 20 Jahre Erfahrung nur bei einer Projektleitung bleibt. Nein, die gehen auch oben. Also das ist schon eine Rotation, dass wir schon die Erfahrung von ein paar anderen erfahrenen Mitarbeitern im Büro mischen mit den jungen Leuten, das direkt von der Uni kommt. Und es gibt ein oder andere, sind 4-5 Jahre dabei, das wirklich leidenschaftlich Wettbewerben und Gutachten machen. Vielleicht in einem Satz kann ich das zusammenfassen. Es ist nicht unbedingt Architektur durch Democracy, das wird gefährlich. Es ist aber auch durch ein sehr offenes Dialog. Das geht einfach nur, dass jeder die Chance hat, ich meine nicht nur die Partners, aber auch ein Praktikant hat eine gute Idee. Du musst mal nur den Raum geben, dass sie da entfalten und was sagen können. Es ist nicht einfach, diese Balance, aber wir fahren sehr gut mit diesem Prinzip. Ja, ist ja auch eine Art von Demokratie und Mitarbeiterbeteiligung. Kürzlich hat das Thomas Knerer gesagt, ne, dass er nicht auf dem Standpunkt steht, dass alle gute Ideen nur aus einem Kopf entspringen, sondern dass es immer Teamarbeit ist
und man auch immer in der Gruppe den Austausch aufrechterhalten muss, um einfach gemeinsam zum besten Ergebnis zu kommen. Aber diese Haltung muss man natürlich auch vertreten und das tut ihr auch. Ja, jetzt kommt noch mal eine Frage. Gibt es auch ein Bauen im Bestand ohne totale Entkernung? Das ist, finde ich, eine relativ schwierige Frage. Ich erlebe es oft, dass es letzten Endes darauf hinausläuft, weil einfach die aktuellen Bestimmungen nicht mehr ausreichen, Brandschutz, die Elektrik veraltet ist, Heizungsanlagen und so weiter. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr im Bestand gebaut habt, ohne Tabula Rasa zu machen? Ich glaube, du hast die Antwort selbst eigentlich sehr gut formuliert. Das ist eine Begründung. Die andere ist, ob das ein Museum ist oder Büro, Umstände an einer Baustelle zu haben, wollen die nicht in 5 Jahren wieder mal haben. Insofern, die machen das schon richtig. Und die Altbau meistens hat nicht nur vielleicht eine falsche Dämmung oder Trittschall oder wie auch immer. Das hat natürlich auch mit der Elektro zu tun, die ganzen Sanitäranlagen. Also man macht normalerweise eine umfängliche Änderung in so einem Gebäude. Aber wie gesagt, die Kunst daran ist, wirklich das mit einer sensibler Hand, also in Denkmal. Ich rede jetzt wirklich von Denkmalbauten. Das ist da schon also sinnvoll, das einmal wieder neu und richtig zu machen. Ja. Jetzt kommt auch noch mal gerade eine Frage rein zum Thema Nachhaltigkeit bei der Verwendung neuer Materialien. Denkt ihr darüber nach? Heutzutage, welche Rolle spielt eigentlich so der zirkulative Prozess, der zirkulative Gedanke bei der heutigen Planung für euch? Zunehmend. Ich würde sagen, wir sind einer von den Büros in Deutschland, das sehr, also wirklich vor DGNB überhaupt eine Rolle gespielt hat. Wir hatten bestimmt Bronzegebäude immer gemacht. Also jetzt hat das Kind einen Namen, wenn man so will. Aber wir sind sehr stark in dem Bereich Holzbau. Und da versuchen wir schon unsere Antwort da jetzt zu schaffen. Und nicht nur im Wohnbereich, aber auch im Gewerbe. Auch komplett unterschiedlich nebenbei bemerkt. Also das Thema Cradle to Cradle, das Thema nachhaltige Materialitäten, das merken wir, finde ich auch sehr gut. Das kommt auch sehr stark, nicht nur von der Industrie oder als ein Trend oder Fashion, das ist da viel wichtiger und ernsthafter ist das. Es kommt auch von den Hochschulen, das ich sehr gut finde. Mhm. Die jungen Leute will natürlich in die Debatte von guter Architektur und Städtebau teilnehmen. Die bringen aber auch ein anderes Sicht die Dinge zum Thema Nachhaltigkeit. Und das fordert alle heraus, anderes mit neu zu denken. Neue, junge Bauherren sind genauso unterwegs. Und das ändert unsere Prozesse und Ja, durchgesetzt wird sich es erst haben, wenn wir nicht mehr explizit drüber sprechen müssen, sondern wenn es eigentlich eine Selbstverständlichkeit geworden ist in der kompletten Wertschöpfungskette. Martin, vielen herzlichen Dank für den Beitrag. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Die kleinen technischen Probleme haben wir zum Glück überwunden. Auch nochmal hinbekommen. Ich wünsche dir einen tollen Nachmittag. Ich hoffe, du unternimmst noch was Schönes. Mir bleibt es nochmal auf die nächsten Beiträge hinzuweisen. Jetzt gleich um 15.30 Uhr geht es weiter mit Impulsvorträgen unserer fantastischen Hersteller für eine wundervolle Stunde. Und dann um 18 Uhr bin ich beisammen mit Sergej Czoban, der über die Balanceakt in der Architektur mit mir sprechen wird. Ich bin sehr gespannt, auch ehrlich gesagt schon ein bisschen aufgeregt. Das wird nicht leicht für mich, das zu moderieren, aber auch das werden wir meistern. Es wäre toll, wenn ihr alle wieder mit dabei wärt. Wir hatten fast 400 Zuhörer, Martin. Ich glaube, wenn wir das vorher gewusst wären wir ganz schön nervös gewesen. Und ich habe noch eine kleine Bitte. Meine Tochter ist seit heute hat der Kindergartenurlaub und ich
ich finde es so schade, dass wir kein Feedback bekommen, weil natürlich alle total isoliert sind hier aus dem Studio. Ich sitze in Wetzlar, die Regie sitzt in Celle, Martin, du bist in Hamburg. Bitte sendet euch eure Meinung, Anregungen, konstruktive Kritik oder auch einfach nur Lob. Wenn euch das Format gefällt, bitte an diese E-Mail-Adresse. Vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis bald. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao, Martin, danke.